Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, das Glaubensbekenntnis zu beten hat für mich immer etwas Feierliches. Wir beten es an Sonntagen und an hohen Feiertagen. Wir beten es im Stehen, auch zu zeigen, ich stehe dazu, ich stehe zu dem, was ich glaube. Und es hat auch etwas ganz Frohes, einander zu bekennen, was wir glauben und was wir hoffen dürfen. Wem wir unser Herz schenken. Credo heißt auf Latein, kommt von cordare, ich gebe dir mein Herz. Ich schenke diesem Gott meinen Glauben. Und das zu bekennen, finde ich immer sehr schön.